Ist gut. So, wie versprochen, wir sind wieder da. Alle guten Dinge sind drei. Tiefer Griff in die was auch immer Kiste. Klischee-Kiste, genau. Jan, es hat geklappt. Dritter versucht. Spitzenreiter wird hier schon nebenher gerufen. Die Fans sind auf dem Heimweg, auch wenn es hier jetzt auf dem Parkplatz vor dem Stadion am Böllenfalltor nicht danach aussieht. Aber im Böllenfallstadion ging richtig die Post ab. Als der Abpfiff kam, haben die Fans den Platz gestürmt. Die Sektkorken haben geknallt. Es sind vereinzelt Raketen in die Luft geschossen worden. Jan, wie war's? Wie war dein Eindruck? Berichte. Ja, du hast ja eigentlich alles gesagt. Also es war wirklich, es war grandios. Es war so ein Spiel, wo man sagen musste, wir hatten ja schon auch ein bisschen Schiss irgendwie auch davor, muss man schon sagen. Weil wenn man heute nicht gewonnen hätte, dann wäre das vielleicht in Fürth dann ums Endspiel gegangen. Jetzt haben wir es heute tatsächlich gerissen und das ist einfach eine riesige Erleichterung. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch einfach ein bisschen der Punkt, den wir hier haben, weil wir... Alles gut. Weil es einfach auch so, es ist einfach mal passiert jetzt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir hatten ja schon. So ein Pulverfass gerade nach dem Treffer von Tietz, wo eben lang gewartet wurde, da ging zwar eine Welle der Erleichterung durchs Stadion, aber so richtig aus sich rausgegangen ist man dann doch noch nicht. Erzähl doch noch mal von dieser Schlüsselsituation. Es hat so ein bisschen gedauert, also es war ja auch, Magdeburg war ein echt richtig guter Gegner, also muss man schon sagen, die hatten auch richtig gute Chancen, wir hatten halt einen super Torwart drin mit Marcel Schuhen, der ganz, ganz viele Sachen super grandios rausgeholt hat, aber es war tatsächlich natürlich so, dass man schon den Eindruck hatte, 1-0 ist vielleicht ein bisschen eng, ja, weil Magdeburg einfach so gut war und klar, dann hat es 2-3 Minuten gedauert, bis das Tor gecheckt war und dann war es dann doch kein Abseits, war es 1-0, das ist ja auch immer ein bisschen blöd mit dem Videobeweis, aber in dem Fall war es mal gut für uns. Aber es war natürlich klar, wusstest du, dass es jetzt noch über eine Halbzeit zu spielen und der Gegner war richtig gut und also so richtig zurücklehnen konnte man sich leider nicht. Also so ein 2-0 wäre super gewesen, gab es leider nicht. Aber irgendwie wurde es, je länger das auch gedauert hat, immer klarer, wir lassen heute keinen rein. Also wir haben einen super Torwart heute drin, die Stimmung ist gut und eigentlich heute soll es halt einfach mal sein. Und mein Gott, das sehen wir genauso, nehmen wir das jetzt auch mit und es hat funktioniert, ja. Du hast gerade schon angesprochen, Torwart Marcel Schuhn hat ja auch eine überragende Saison gespielt und hat jetzt heute auch wieder großen Anteil daran. Geh doch da noch mal ein bisschen drauf ein. Ganz toller Mensch, ganz toller Charakter, ganz, ganz wichtiger Spieler für den SV Darmstadt 98. Einer, der letztes Jahr unheimlich gelitten hat, nachdem es nicht geklappt hat. Das hat er immer wieder erzählt. Freue mich sehr darüber, mit ihm mal darüber zu reden, wie man dann wieder in diese Saison so reingekommen ist, dass man eben nicht so zurückfällt wie andere Mannschaften, die nach so einer Erfahrung wie letztes Jahr dann richtig nach unten fallen. Das war ja bei uns tatsächlich nicht so der Fall. Da ist ja was passiert in der Mannschaft. Da ist noch mehr zusammengewachsen, noch besser geworden. Marcel Schuhn heute, und auch nicht nur heute, sondern generell einfach einer der besten Torhüter im deutschen Profifußball. Und Gott sei Dank haben wir ihn. Also er hat wirklich Sachen rausgeholt heute, war wieder unglaublich und unfassbar. Und ist einer, der den Verein einfach lebt ohne Ende und war ja jetzt auch mal kurz Kapitän, als Fabi Holland nicht da war. Das hat er sich sowas von verdient. Also es ist ein ganz, ganz toller Mensch, den ich auch persönlich sehr, sehr schätze und der mit seinen Leistungen eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat bei diesem Aufstieg jetzt. Das ist nicht in Worte zu fassen. Also er hat wirklich, ist ein grandioser Typ und Gott sei Dank haben wir ihn hier in Darmstadt. Gut, das ist ein...
dass wir jetzt darauf eingegangen sind. Natürlich war das eine Mannschaftsleistung, das hat Trainer Lieberknecht auch mehrfach betont. Erzähl uns doch mal aus der PK, da haben ihm ja so ein bisschen die Worte gefehlt. Ja, er hat gesagt, er ist ein bisschen leer. Er ist so ein bisschen, das versteht man ja auch. Man muss jetzt erstmal so registrieren, was da überhaupt passiert ist. Man muss auch in die Stadt jetzt runter irgendwie. Man muss erstmal kurz sich sammeln. Und es waren ja sehr euphorische Momente auf dem Platz, natürlich mit dem Platzsturm. Auch in der Kabine oder in der Mixzone, wo da hat man gesehen, wie sich wirklich jeder gefreut hat. Da sind die Magdeburger, sind wirklich in Darmstadt um den Hals gefallen. Und Christian Titz, der Trainer von Magdeburg, total brutal ehrlich in der Pressekonferenz gesagt, ihr habt das sowas von verdient, das ist keine Selbstverständlichkeit, da oben zu stehen. Da merkt man erstmal, wie man das von außen auch wahrgenommen wird, dass man einfach so eine fantastische Leistung geboten hat. Thorsten Lieberknecht war irgendwie leer, aber fröhlich. Also ich glaube, das wird noch ein langer Abend bei ihm werden heute. Und wo auch immer, wir wissen es nicht, das wird eine, also die werden schon feiern heute und ich glaube, dann werden die das auch kapieren, was da passiert ist. Und Thorsten Lieberknecht ist ja nicht zum ersten Mal in der ersten Liga, war ja mit Braunschweig schon mal da. Ich glaube, man kann sich auf ihn verlassen und leer war das Wort, was er öfter benutzt hat heute, aber das wird nicht so lange bleiben, glaube ich. Er wird sich wieder finden, glaube ich, ganz sicher. Auch toller Mensch, alles tolle Menschen beim SV 98. Hier am Stadion löst sich jetzt die Menschenmenge langsam auf. Was erwartest du, was jetzt heute Nacht in der Stadt noch los ist? Vor allem nachdem der Siegtorschütze Philipp Thieps ja auch gesagt hat, wir reisen heute Abend die Stadt ab. Aber bis jetzt ist noch alles ruhig. Er ist so Abriss total und Herrgott, Leute, wenn ihr aus Darmstadt seid und euer Herz für den SV 98 schlägt, dann macht das auch. Ja, dann. Das ist ein Befehl von Philipp Tietz gewesen, die Stadt abzureisen. Das machen wir jetzt nicht wortwörtlich, aber wir feiern einfach heute Abend die ganze Zeit. Und jeder, dem dieser Verein was bedeutet, ich kenne so viele Menschen, denen das so viel bedeutet. Um mich selber geht's ja gar nicht. Aber das ist wirklich so eine, also das ist eine Wahnsinnsstory, die einfach hier dahinter hängt. Da hat kein Mensch mit gerechnet. Das ist ja nicht nur der Trainer und die Spieler, das ist ja ein riesiges Umfeld mittlerweile, was da gewachsen ist. Und das, da ist die ganz, ganz große Freude einfach da, dass diese Leute das jetzt feiern können. Und über die Fans müssen wir nicht reden. Also das ist eh klar, jeder hat es hier verdient und jeder soll heute Abend feiern und kriegen wir hin. Genau, was dann noch in der Stadt passiert, da bleiben wir natürlich weiter dran. Das könnt ihr auch morgen gerne in unserem Live-Ticker lesen, wenn ihr da noch mal reinschaut. Und jetzt verabschieden wir uns vom Böllenfalltor und wünschen euch alle noch einen schönen Abend.
Thank you.